Moin Leute, Bungie hat gestern nicht nur die Schriftform veröffentlicht, sondern auch die Bilder. Die habe ich ja gestern ins Video eingebunden gehabt, aber ich habe die noch nicht genauer inspiziert bzw. nicht erörtert, was ich da so gefunden habe. Und jetzt ist auch die Zeit gekommen, wo ich mir denke, so jetzt können wir uns das Ganze mal genauer angucken, um zu erfahren, was wir denn tatsächlich so aus den Bildern entnehmen können. Denn ein paar kleine Geheimnisse, die man so auf den ersten Blick gar nicht erkennt, verbergen sich hinter den Bildern. Und zwar den Anfang macht Ateas Triumph. Das ist lateinisch und bedeutet, also das Wort Ateas bedeutet so etwas wie Lebenszyklus und der Triumph des Lebenszyklus quasi auf Destiny bezogen. Deswegen wahrscheinlich auch die 1 dahinter, dass das Ganze sich dann auf Destiny 1 bezieht. Und hier sehen wir jetzt in dem linken, also im oberen Schild, sehen wir einmal das Symbol für die gläserne Kammer. Das ist jetzt der Ort quasi, wo Atheon gespawnt ist. Dann die zwei Schwerter, die wir jetzt hier sehen, das steht für Crota. Dann haben wir da drunter, haben wir einmal jetzt König der Besessenen. Und das dahinter, ja, fragt mich nicht, das könnte Siva sein. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Und wofür jetzt die drei Schiffe sind, bin ich mir auch nicht sicher. Könnte fürs Gefängnis der Alten stehen. Bin mir aber, wie gesagt, hundertprozentig nicht sicher. Auf jeden Fall, es ist ein Indiz dafür, dass auch alle Raids quasi auf ein gleiches Niveau angehoben werden. Das zweite Bildchen hält für uns ebenfalls was Geheimnis parat. Und zwar, wenn wir jetzt hier genauer hingucken, an sich sieht die Symbolleiste ziemlich gleich aus, die wir schon im Spiel kennen. Aber wenn wir das Ziel festlegen wollen, merken wir, dass wir nur 4 von diesen Symbolen kennen. Und zwar das 5. und das 6. Symbol sind eigentlich noch für uns komplett neu. Nummer 5 ist wahrscheinlich das Gefängnis der Alten. Also sieht auf jeden Fall danach aus, ob das Gefängnis der Alten eine neue Variante bekommt. Also quasi eine Jahr 3 Variante von Gefängnis der Alten. Das sieht auf jeden Fall vom Symbol her aus. Und der 6. Punkt sieht auf jeden Fall aus, als würden wir wöchentliche Herausforderungen für Raids bekommen, unabhängig wahrscheinlich von den Challenges, sondern quasi eine Allround-Herausforderung für einen Raid, der aktuell aktiv ist. Oder die alten Raids bekommen Challenges und da wird so ein dicker, fetter Pool entstehen aus verschiedenen Challenges, die man dann für jeglichen Raid hat, je nachdem, welche Woche gerade aktiv ist. Einen Vorgeschmack auf die Raid-Rüstung der Gläsernen Kammer liefert uns wahrscheinlich hier der Jäger. Denn er befindet sich ja, wie man im Hintergrund erkennen kann, in der gläsernen Kammer. Er hat sein Beinchen auf den Stein gestellt und wenn man sich die Rüstung genauer anguckt, erkennt man dieses kybernetische Design. Man sieht dann nämlich tatsächlich, wenn man aufs Bein guckt, dass das Ganze wächsimprägniert ist. Also so scheint es zumindest. Sieht auf jeden Fall verdammt cool aus. Ich freue mich jetzt schon auf die Warlock und auf die Titanrüstung. Und zu guter Letzt nochmal kurz das Bild, was ich schon gestern gezeigt habe. Und zwar sieht man jetzt hier wahrscheinlich die gläserne Kammer im Hintergrund. Man sieht jetzt hier einen Vex Minotaurus bzw. einen Predator, der quasi das Portal dort beschützt. So, das wäre es eigentlich schon von dieser Stelle aus. Falls ihr irgendwas gesehen habt, was ich noch nicht gesehen habe in den Bildern, schreibt mir jetzt gerne in die Kommentare. In dem Sinne verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich im weiteren Video. Ciao, ciao.